Freunde, ich grüße euch hier aus dem Turm der Magie mit meiner kleinen Party vor einer Tür mit drei Templern und einer Zauberin oder Magierin und ich glaube diverses Gezeugs, was wir noch gar nicht sehen. Ich habe euch ja eine Überraschung versprochen in dieser Folge, die wird es geben. Aber erstmal kloppen wir uns mit denen hier, schauen mal, was passiert. Ob wir die irgendwie in den Griff kriegen oder die uns, keine Ahnung, wir werden sehen. Und ja, dann schauen wir mal, welche Überraschung das sein könnte. Ich bin selber ein bisschen gespannt, aber nur ein bisschen. So, Morrigan, du guckst noch nach da, okay. Elia, mach mal auf und dann geht's schon los. Falle entdeckt. Eine raffinierte Falle. Ich glaub's ja nicht. Das war jetzt nicht gut. Hau den mal um. Das. Aua! Ja. Ich glaube, ich habe die ein bisschen unterschätzt. So, ihr mal hier drauf. Und Alien schmeißt sich auch was rein. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir das hier für uns in den Griff kriegen. Wind schmeißt sich was rein. Jawohl. Macht dann einmal die Wiederbelebung. Und ihr beiden erstmal auf den Blutmagier. Ja, das müsste ich jetzt zweimal. Alistair nach da. Nach da. Ja. Und dann auf dem Blutmagier. Und Morrigan muss mal hier einen Lyrium-Trank einschmeißen. Und Vin muss. Hat noch alles. Macht einfach mal eine Gruppenheilung. Ja, mach mal eine Gruppenheilung. So soll es sein. Alien. Ja. Einfach mal. Zack. Und danach Verkrüppelung. So. Alistair auf ihn und umschlagen. Freie Bewegung. Morgan hierhin. Und Vin hierhin. Die hat schon wieder irgendwas. Gebt die Richtung vor. Nein, hierhin. Und Vin hierhin. Irgendeinen Spell hat die schon wieder gemacht. Ich weiß nicht welchen. Alien muss sich mal schnell heilen. Alistair liegt da, jetzt brauchen wir Hilfe. So, pass auf. Mach mal den hier. Beenden wir es. Gut. Morgan auf die Blutmagierin mit der Steinfrau. Was nichts gebracht hat, so ein Scheiß. Ich bin außer Gefecht gesetzt. Scheiße, sind die stark. Himmelarsch, Donnerwetter. Alistair liegt schon wieder auf dem Boden. Ich glaub das doch nicht. Und die Morgan muss dann mal auf die Blutmagierin mit einer eisernen Marmel. So. Ah, so war das. Okay. Vin auf den besessenen Templer. Ah, der hat natürlich widerstanden, ist ja klar. Wie sieht's mit ihr aus? Na, immer noch ganz gut. Alistair haut hier drauf. Und die Morrigan muss sich. Oh Gott, die braucht erstmal eine Verletzungsausrüstung. Nicht gewinnen. Okay. Vin auf die Magierin mit. Nein. Wir müssen die hier wegmachen. Auf den besessenen Templer mit einem arkanen Bolzen. Und der Alistair haut sie um. Jawohl. Die darf nichts machen. Der ist erledigt. Morgan auf den besessenen Templer. Meine Fresse, ist das hier ein Ding. Brauchen wir noch ein bisschen Lebensenergie, bringt uns also im Moment nichts. Dann einfach nur den Schrecken machen. Und die Vin, wie viel Energie hat sie? Nicht mehr so viel. Schmeißt sich mal ein Lyrium-Getränk rein. Während der Alistair hier weiter rauskommt. Ja? Jawohl, so. Sieht jetzt schon besser aus. Was haben wir hier? Wir müssen uns erstmal schützen und die Vin haut hier weiter raus. Ja, immer weiter.
machen. Ja, der ist zu schwach. Wir brauchen dringend auch einen besseren Zauberstab. Aber im Moment können wir da eh nichts dran ändern. Die sind nicht so stark. Alistair hält auch ein bisschen was aus. Dann kann die Morrigan, die sich gestärkt hat, jetzt einfach mal weitermachen. Alistair, einmal Schildhammer bitte. Jawohl. So, Morrigan ein Stückchen vor. Und dann bitte einmal einfrieren. Böse Position. Ja, gut, dass der kommt. Jetzt einfrieren. Sehr gut. So, dies erledigt. Jetzt kann Alistair hier drauf. Win kann noch nicht regenerieren. Nein. Win auf ihn mit. Jetzt mit der steinernen Faust. Und Morrigan auf ihn mit der steinernen Faust. Und Alistair hat sie platt gemacht und hilft. Dann hilft er. Hui! Ja, was haben wir? Kopfschmerzen. Ja, einen gespaltenen Schädel. Tut weh. Die waren stark. Also diese Magierin, die hat uns richtig schön, wie sagt man, na, bis zum Stehkragen aufgerissen. Ja, hallo nochmal an der Stelle. Das war ja gleich schon ein richtiger Einstieg mit Schwung, ja. Ich bin hier. So, Morrigan ist soweit auch wieder hergestellt. Alistair hat sich sehr gut geschlagen, muss ich sagen. Gut ab. Ja, und wir waren durchaus schon mal besser. Ja. Ist okay, jetzt mach hier keinen auf dicken Mann-Alien, ne? Hätte gerade machen sollen. Sehr so. Schön. Einmal Froststein, einmal Lyrium-Trank und Robe eines Archon. Oho, Moment, lass uns mal eben schauen. Sack mal eben alles rein hier. Alles reinnehmen, so, und dann gucken wir nochmal. Und zwar die Win. Willenskraft 2, Magie 2, Verteidigung 6. Oh, was die da hat, ist gar nicht so verkehrt. Die Morrigan. Magie 2. Also wir haben da Zauberkraft plus 2. Magie 2. Ja, das ist natürlich... Rüstung plus 3 und Gesundheitsregeneration im Kampf. Plus 0,75 ist jetzt nicht so dramatisch. Ich weiß nicht. Ja, komm, nee, das lassen wir. Das, was sie haben, ist an und für sich schon nicht verkehrt. Es gibt noch so ein ganz, ganz gute. Unzureichend. Was? Was? Okay. Das liegt daran, dass wir gerade einen gespaltenen Schädel hatten, glaube ich. So, machen wir den hier. Ein Kodex ist aktualisiert worden. Außerschulische Studien. Euer Antrag ist abgelehnt. Ah ja. Ich habe größte Lust überall. Blablabla. Wer es lesen möchte, bitte. Ja. Also das da oben und das hier unten. Ich weiß, worum es geht. Wir ändern das. Ich schließe das. So. Dann einmal hier das Tellereisen deaktivieren. Jawohl, da hinten ist ja noch ein Schrank. Und dann noch eine Verzaubererkapuze und eine schwache Verletzungsausrüstung. Moment, das ist eine Verzaubererkapuze, keine Schülerkapuze. Hier. Kälteresistenz, Naturresistenz. Na? Also, die ist schon um einiges besser. So. Dann haben wir hier soweit alles erledigt. Dann können wir jetzt mal speichern und marschieren hier rein. Was haben wir denn da? Oh, sieh an. Besuch. Ich würde euch ja unterhalten, aber das ist viel zu anstrengend. Unterhalten. Aha. Gut, danke. Dämonen zu töten ist mir Unterhaltung genug. Exakt. Wozu denn? Seid ihr diese ganze Gewalt in der Welt nicht auch leid? Mich macht das müde.
Möchtet ihr euch nicht einfach hinlegen? Wenn ihr friedlich zurückgeht, mache ich es besser. Und ihr werdet viel... Kann die Augen nicht offen halten. Kann mich jemand zwicken. Das ist lächerlich. Ich lege mich doch nicht auf einen Boden, der voller Blut und klebrig ist. Widersteht. Ihr müsst widerstehen. Sonst sind wir alle verloren. Warum kämpft ihr dagegen an? Ihr verdient mehr. Ihr verdient eine Ruhepause. Die Welt dreht sich auch ohne euch weiter. Ja. Und da sind wir auf einmal wo? In Weißhaupt? Hier oben sehen wir es. Weißhaupt? Weißhaupt ist die Hauptstadt der Wächter. Nur der Punkt ist, Weißhaupt ist eigentlich gute 1000 Meilen entfernt. Also an für sich können wir nicht in Weißhaupt sein. Wo sind wir dann? Irgendwo anders. Wartet mal. Ruhe dich aus und denke nach. Du gehst in Weißhaupt deinen Pflichten als grauer Wächter nach. Die dunkle Brut ist fort, für immer besiegt, und du und die anderen grauen Wächter sind Relikte vergangener Zeiten. Nun ist die Zeit der Ruhe und Besinnung gekommen. So, so. Die Zeit der Ruhe und Besinnung. Aha, was haben wir hier? Irgendwas ist eigenartig. Danken? Danken ist tot. Die beiden Wächter kennen wir nicht. Ah, da bist du ja. Ich störe doch wohl nicht. Moment, du bist doch tot. Tot? Ich? Ich stand oft kurz davor. Aber den letzten Schritt bin ich nie gegangen. Ich wollte nur sicherstellen, dass du hier in Weißhaupt glücklich bist. Diese Hallen wurden von den ersten grauen Wächtern erbaut. Atemberaubend, nicht wahr? Ja, schon. Eine wunderbare Festung. Nur warum sind wir hier, anstelle der dunklen Brut zu bekämpfen? Ich meine, dass wir in einer Illusion sind, das wissen wir ja, ne? Die dunkle Brut existiert nicht mehr. Du warst bei der letzten großen Schlacht doch dabei. Es war ein Triumph für uns alle. Der Erzdämon wurde besiegt und die unterirdische Höhle in Brand gesetzt. Nein. Aber wenn es so ist... Ach komm, das ist Quatsch. Du Narr! Ich habe dir so viel gegeben und das ist jetzt der Dank. Kannst du nicht einfach den Frieden annehmen, den ich dir biete? Frieden? Du meinst Selbstzufriedenheit? Dich stellen wohl wirklich nur Krieg und Tod zufrieden. Nun gut, hier sind Krieg und dunkle Brut. Mögest du dabei untergehen? Es war klar. Es war so klar, ne? So, Moment, wir haben hier einen Magier. Auf den gehen wir als erstes. Dann haben wir, was ist das? Ein Bogenschütze. Auf den gehen wir als nächstes. Autsch. Ah, fuck. Hier auf Duncan mit Gegenschlag. Sehr schön. So, zack, zack, zack. Los, beenden wir es! Wow. Mal ganz ehrlich. Wir müssen also die drei jetzt befreien, ist klar, ne? Der Duncan, dem du begegnet bist, war nur ein maskierter Dämon. Du bist im Nichts, im Reich der Träume, musst einen Weg hier rausfinden. Ja, also ganz ehrlich, der echte Duncan hätte uns wahrscheinlich platt gemacht und wäre nicht so leicht
besiegen gewesen. Was haben wir denn hier? Ach, das ist eine Lyrium-Ader. Da können wir doch eigentlich gar nichts mit anfangen. Ach, was ist Lyrium? Wo kriegt man Lyrium? Wie baut man es ab? Und überhaupt alles zu Lyrium hier. Ja, einfach auf Pause drücken und lesen. Das ist das Podest im Nichts. Können wir hier? Das können wir. Ah ja, das können wir noch nicht nutzen. Okay. Dann einmal hier hin. Okay. Also wir sind hier oben bei der Festung. Wir haben jetzt noch eine Möglichkeit, ins reine Nichts zu reisen. Ui. Nile. Lyrium-Ader, da ist Nile, Portal im Nichts. Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Seid ihr ein Dämon? Nein, seid ihr nicht. Ihr seid wie ich. Mein Glückwunsch, dass ihr es aus der Falle geschafft habt. Falle? Der Dämon hält alles, was hierher kommt, in einem Traum gefangen. Er denkt, niemand könne ihn verlassen oder würde es auch nur versuchen. Ich dachte, ich wäre auch entkommen, aber ich durchwandere diese leeren, grauen Räume schon ein Leben lang. Mhm. Seid ihr Magier des Zirkels? Ja, bin ich. Mein Name ist Nile. Ich wollte den Zirkel retten, als ich dem Dämon der Trägheit begegnete. Eure Erfahrungen mit ihm verliefen sicher ähnlich. Nile. Owen sprach von euch. Owain hat mir sehr geholfen. Das kann ich ihm nie im Leben vergelten. Die Litanei war unsere Waffe gegen die Herrschaft der Blutmagier. Aber es ist zu spät. Alle sind tot. Die Herrschaft der Blutmagier? Sie können auf den Verstand zugreifen und die Kontrolle über den Körper übernehmen. Es gibt nichts, was man dagegen tun kann. Aber die Litanei ist ein Schutz davor. Die Litanei war unsere einzige Hoffnung zur Rettung des Zirkels. Aber jetzt, dieser Ort saugt einem alles ab. Hoffnung, Gefühle, das Leben. Wir finden einen Weg hinaus. Nein, es gibt keinen Weg hier raus. Man denkt, es müsste einen geben. Aber das ist ein Irrtum. Seht ihr dieses Podest? Ich habe die Runen darauf studiert. Sie stehen für verschiedene Inseln im Reich des Dämons der Trägheit. Der Dämon der Trägheit selbst ist auf der Mittelinsel, aber man kann sie nicht erreichen. Die fünf Inseln um das Zentrum herum bilden eine Art Schutzkreis. Als mir das klar geworden ist, dachte ich, ich hätte etwas erreicht. Ich habe nacheinander jede der Inseln besucht und am Ende waren all meine Hoffnungen zerstört. Immer gibt es ein Hindernis. Ihr seht den Pfad, könnt aber nicht zu ihm gelangen. Ihr fühlt euch verhöhnt und werdet wütend. Könnt ihr Okay, ich glaube, wir schauen uns einfach mal das. Nee, Moment. Könnten meine Gefährten auf einer der Inseln sein? Ich weiß es nicht. Es gibt viele Träume. Ihr könntet einen Weg finden, sie über die Inseln zu erreichen. Wenn ihr Glück habt. Erzählt mir etwas über den Schutzkreis. Ich weiß nicht viel darüber. Ich denke, der Dämon der Trägheit hat auf jeder der Inseln niedere Dämonen platziert. Ich habe sie gesehen. Sie nehmen unterschiedliche Formen an. Aber sie sind da. Sie zu besiegen, könnte der einzige Weg sein, zum Dämon der Trägheit zu gelangen. Aber zuerst müsst ihr an sie herankommen. Ich konnte es nicht. Ich hatte zu viel Angst. Sprich, du hast dich versteckt. Ihr hattet irgendwelche Hindernisse erwähnt. Ja, es gibt Hindernisse und wahnsinnige Traumdinge. Ein brennender Fluss vor einem Portal oder eine Tür, durch deren Schlüsselloch ihr die Freiheit seht. Doch kein Schlüssel passt. Einmal habe ich einen Weg gefunden, kleiner als meine Hand.
Eine Maus rannte hin und her. Aber sie ist geflohen, bevor ich sie befragen konnte. Warum solltet ihr mit einer Maus reden? Weil hier fast jeder ein Träumer ist. Außer den Geistern und den Dämonen. Jeder Träumer weiß etwas, was ein anderer nicht weiß. Die Maus hätte mir sagen können, was hinter dem engen Weg liegt und wie ich dorthin komme. Auch wie ich mich so klein machen könnte, um selbst hindurchzupassen. Und wenn man einmal klein genug für einen Weg ist, tun sich ja vielleicht noch weitere auf. Und was wisst ihr über den Dämon der Trägheit? Nicht viel. Wir sind nicht gerade Freunde. Dämonen haben eigene Hierarchien. Sie spielen ihr Spiel und die Sterblichen sind darin Pfänder oder sogar Verhandlungsgegenstände. Dem Dämon, der uns hier festhält, gehört vermutlich dieser ganze Abschnitt des Nichts. Er wird uns nicht einfach gehen lassen. Wenn überhaupt. Aber wenn wir zusammenarbeiten, können wir entkommen. Euch beeindruckt wohl gar nichts. Soll ich euch dafür bewundern oder bemitleiden? Okay. Lasst Kommt euch zurück. Nicht aufhalten. Der Nile ist ein hoffnungsloser Fall. Dämon der Trägheit, was gibt es über den Dämon der Trägheit zu wissen? Hier erfahrt ihr es. Viel Spaß damit. So, dann ist der Kodex aktualisiert. Ja, wir müssen die Erkundungen wir müssen etwas erkunden. Podest im Nichts. Macht das Sinn? Streiten wir an. Zack. Wie stark ist denn der? Ach, der ist ja nicht so stark. Ja, komm, drauf. Angriff. Reich ein nach! So. Brenne. Danke, aber für mich ist es zu spät. Tötet Jevina, die Dämonin, die hier herrscht. Sie schützt ihren Meister, den Dämon der Trägheit. Dort ist eine Tür. Eine Tür, die nur Dämonen sehen können. Der Schlüssel muss in einem anderen Reich sein. Nehmt meine Kraft, rettet diejenigen, die ebenfalls in Albträumen gefangen sind. Tötet die Dämonen, die den Dämon der Trägheit beschützen. Tut es für... Vormundung im Nichts. Ja, für wen auch immer. Also über dieses Menü können wir uns jetzt verwandeln in verschiedene Formen. Im Moment in eine Maus. Immerhin. So, wir brennen auch nicht mehr. Das ist schon mal sehr vom Vorteil. Was haben wir denn da? Das Mausloch. Da müssen wir da mal durch. Und dann haben wir da noch was. Da was, oder? Kommen wir da hin? Moment. Und stopp. Da runter. So, und dann. Oh, hier rum. Superheld, der den kleinen Hügel nicht schafft. Ne, da können wir nichts antatschen. Schade, sonst verfingern wir auch alles. Aber diesmal geht's nicht. So, dann hier runter und dann dahin. Und dann haben wir da ein Mausloch. Ja, dann würde ich sagen. Juhu, wir sind eine Maus. Verstohlenheit. Ja, ist gut. Komm, einfach mal hier rein. Mach mich mal wieder groß. Daneben! Wenn wir wirklich kämpfen müssen, sollten sie es kurz und schmerzlos machen. Machen wir. Eieieiei. Die sind aber schon stärker, ne? Darüber können wir uns wahrscheinlich heilen. Ja, darüber können wir uns heilen. Was haben wir denn hier? Eine beunruhigende Statue. Betrachtet es als erledigt. Neuer Kodex hinter dem Schleier Geister und Dämonen. Ja, ich habe ja gesagt, es gibt ein bisschen was zu lesen. Jetzt stellt euch mal vor, ich würde das alles vorlesen. Na, wäre ein bisschen viel, aber vielleicht möchtet ihr es lesen. Na, auch hier wieder. Einmal bis hier. Und einmal bis unten hin. Was haben wir über die Steuerung erfahren? Ach, das war dieses Vergrößern, Verkleinern und überhaupt. Ja, kennen wir alles. So. So, ich musste mal eben einen Cut machen und die blöden Krankenwagen oder Feuerwehr oder was auch immer das war rausschneiden. Ich meine, dass die leer machen müssen, ist normal. Was ist das? Wenn tatsächlich Verkehr ist, aber ich wohne hier
sehr ruhig und wir haben Feiertag. Das heißt, es ist kein Verkehr. Ich weiß nicht, warum die so einen Lärm machen. Du kannst da auf der Straße kannst du Fußball spielen. So, komm mal her, Pause. Dafür musst du jetzt leiden. So, mal gucken, ob das geht. Zack. Nein, geht natürlich nicht. Dann mach mal hier ihn an. So, und rauf da. In Fahrt mit dir! Seid lieber vorsichtig! Ja, komm, hau ihn um! Mach ihn fertig! Zerstör ihn! Ausgezeichnet! Mein Gott! So, haben wir da noch was? Ist da noch einer? Eieiei, so. Fuck. So, und drauf da. Betrachtet es als erledigt. Verschwinde! Himmel, Herrgott. So, was haben wir da? Noch ein. Ah ja, ist es denn wahr? Autsch. Ich werde es tun. So. Erledigt. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt hier richtig mache. Es ist so lange her. Jetzt gehen wir einfach mal hier durch. Wo sind wir jetzt hier? Wir sind wieder bei Nile. Irgendetwas ist geschehen, nicht wahr? Ihr seht ein wenig verändert aus. Ja, ich war eine Maus. Wirklich? Hat euch das weitergeholfen? Ich weiß, dass ich diese kleinen Löcher gesehen habe. Wart ihr klein genug, um dort hindurchzuschlüpfen? Jo, war ganz einfach. Ihr seid viel mutiger als ich. Ich war mir so sicher, dass es unmöglich ist, irgendwo hinzukommen. Denkt ihr, ihr könntet lernen, andere Formen anzunehmen? Vielleicht könnte euch das helfen, an Orte zu kommen, die ansonsten unerreichbar wären. Also ganz ehrlich, ne? Wenn ich im Nichts bin, wirklich sprichwörtlich fast am Arsch der Welt, also wo ich so keine Chance habe, glücklich zu werden, glücklich zu leben oder sonst was, da werde ich mich doch nicht hinstellen wie Nile und sagen, oh, das Leben ist aber schlecht, ich lasse mich jetzt töten. Da versuche ich doch alles, um da irgendwie rauszukommen, oder? Also, ist doch wohl klar. Weil alles ist besser als der Scheiß. Da komme ich nicht weiter, ne? Oh, dahinter habe ich noch nie geschaut. Kann man gar nicht, aber ja, schade. Na, also, da lasse ich mich doch nicht hängen, sondern wenn ich... Ich habe doch dann im Nichts wirklich nichts mehr zu verlieren. Wie ihr meint. Na, so. Jetzt haben wir hier diese 5 Portale, da sind die 5 Wächter, die müssen wir also knacken, den haben wir hier wohl geknackt. So wie es aussieht, glaube ich zumindest. Das müssen wir noch, da sind unsere Freunde und da müssen wir hin. Irgendwie so. Jetzt gehen wir mal dahin. Wir schauen mal, wo sind wir denn hier? Der brennende Turm. Ah, schon wieder Feuer, ist doch scheiße. Das Mauseloch, okay. Auf Feuer kommen wir nicht so klar, deswegen. Was ist hier? Ist hier irgendwas? Da brennt es auch. Oh, Templer. Brennende Templer. Und da hinten? Auch Feuer natürlich, ist ja auch der brennende Turm. Hier scheint nichts zu sein, oder? Ich glaube, wir fangen mal hier an. Ich werde es tun. Da ist auch ein Mauseloch. Ups. Speicher mal lieber, ne? Sicher ist ja sicher. Auch noch 2 Templer. Na dann Prost Mahlzeit. Hm.
2 gegen 1 ist aber feige, wisst ihr schon, ne? Mach mal den hier. Haben wir schon. So, dann. Ihn hier. Unfairer Kampf. Zack. Und auf ihn drauf. Es wird keine Gnade geben. Erledigt und dann auf ihn mit einem Gegenstab. Wie ihr meint. Das heißt mal wieder betäubt. Das haben wir wirklich gut gemacht. Nee, das hast du gut gemacht. Das hab ich gut gemacht. Ich, Alien. So. Okay, die haben wir schon mal erledigt. Dann müssen wir uns mal um die beiden brennenden Templer da hinten kümmern. Wobei ich da kein so gutes Gefühl habe. War das hier? Ja, hier war das. Also, ja, war klar. So. Ups. Hab ich ihn hier gemacht. Also ihn mal hier wieder, ne, stoppen. Sehr schön. Und dann auf... Ach, dann hau gleich auf ihn drauf. Ne, hau auf ihn drauf. Mit einem Gegenschlag. Wenn wir wirklich kämpfen müssen, sollten wir es kurz und schmerzlos machen. Und dann auf ihn. Wie ihr meint. Okay. Wie töricht. Hab ich ziemlich gut gemacht, oder? Mal ganz ehrlich jetzt. So. Ja, hier sind wir ja angekommen. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was da hinter dem Mauseloch ist, wenn wir da durchgehen. Wo wir da landen, ne? Machen wir. In der nächsten Folge. Tut mir leid, 30 Minuten sind rum. Ich wünsche euch noch was. Vielen Dank, wenn ihr dabei geblieben seid. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Sagt mir, was euch nicht gefallen hat. Und bleibt mir treu. Und vor allem, genießt das Osterfest. Genießt es mit euren Lieben. Bleibt gesund. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Euer